Panikattacken, Erinnerungen, die dich aus heiterem Himmel überfallen, so etwas kann niemand alleine schaffen. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Guten Tag, hier spricht Marlene von Lahnstein. Ich würde gerne eine Therapie bei Ihnen beginnen. Hey, ich habe gesagt, ich küsse dich heute nicht. Wenn ich dann doch nächste Woche abgeschoben werde, dann bricht es dir dein Herz und mir gleich mit. Ich werde nicht zulassen, dass Sie sich auch noch in meiner Familie breit machen. Ihre Familie? Genießen Sie Ihre Zeit als Schlossherrin, Frau Brandner. Kann schnell vorbei sein. Früher haben sie hinterrücks zugeschlagen. Und jetzt machen sie plötzlich Vorankündigung. Sie haben ihren Biss verloren. Sehen Sie die Zeit an der Seite Ihres Mannes. Einfach als Faser. Ah, ihr seid noch hier? Ups, was ist das? Och, Gräfin Anstetten ist ein kleines Missgeschick unterlaufen. Pardon. Kann ja mal passieren. Charlie hat angerufen. Ich soll dich an den Termin erinnern. Danke, Liebling. Du planst also eine Überraschung für heute Abend? Ihre Gattin hat sich bestimmt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ich habe Charlie extra gebeten, nichts zu verraten. Nein, sie hat auch nichts verraten. Sie hat sich im letzten Moment auf die Zunge gebissen. Wir alle werden unser Bestes tun, damit Sie einen wunderschönen Abend haben. Oh, Vorsicht! Machst du ja alles kaputt, was dein Vater mühsamster Kleinster dabei zusammengeflickt hat. Ja, Entschuldigung. Das war ein Witz. Leo, ich, mach mal die Füße hoch. Als du hier gelegen hast, ohne dich zu rühren, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn du... Hey, hör auf, dich fertig zu machen. Ich hab's doch überlebt. So. So wie es aussieht, kann ich schon nächste Woche hier wieder raus. Ach, hör auf. Quatsch, geil. Ja, also, einer davon ist es. Müsst ihr mal gucken und notfalls tauschen. Tanja hat uns bis jetzt nicht angezeigt. Vielleicht macht sie es ja nie. Das glaube ich nicht. Sie ist nicht der Typ für Vergeben und Vergessen. Und wenn doch, wenn sie es doch macht, ich meine, dann haben wir ein Riesenproblem an der Backe. Vor allem du. Was soll das denn jetzt schon wieder? Soll ich etwa die Biege machen, oder was? Ja, Düsseldorf ist einfach zu gefährlich für dich. Es wissen schon zu viele, dass du illegal bist. Leonie, ich habe gerade erst gehört, was... Hi. Schichtwechsel. Ja, gut. Also dann bis später. So, ich lasse euch mal allein. Ihr wollt sicherlich ein bisschen alleine quatschen. Also wenn du einen Kaffee, Wasser, Saft, steht da. Du bist echt so verknallt. Du stolperst ja bald über deine eigenen Füße. Den größten Schritt haben Sie schon hinter sich. Sie haben die Vergewaltigung zur Anzeige gebracht. Und mit dieser Therapie stellen Sie sich Ihren Ängsten. Sie können stolz auf sich sein. Ohne Tristan hätte ich das alles gar nicht geschafft. Er hat mir die Kraft gegeben, das alles durchzustehen, bis Alexander endlich verurteilt wurde. Ich will endlich wieder ich selbst sein, damit ich ihm das zurückgeben kann, was er verdient. Verdient?
Also ich will damit jetzt nicht im Geringsten andeuten, dass er mich irgendwie unter Druck setzt oder so. Ganz im Gegenteil, er ist so geduldig. Ist das denn der Grund, warum Sie eine Beziehung mit ihm eingehen möchten? Denken Sie denn, das ist der falsche Grund? Ist das denn so? Nein, da ist viel mehr. Respekt, Geborgenheit. Er bringt mich zum Lachen und er holt mich wieder runter, wenn ich Panikattacken habe. Er ist einfach immer für mich da. Das ist bestimmt ein sehr schönes und beruhigendes Gefühl für Sie. Was Sie mir doch eigentlich sagen wollen, ist, dass er nur eine Krücke ist, auf die ich mich stütze. Und dass ich das alles erstmal selber packen muss, bevor ich mich wieder auf eine Beziehung stütze. Ich habe nichts davon gesagt. Aber diese Fragen scheinen Sie sehr zu beschäftigen. Vielleicht lassen wir das für heute einfach erstmal ein bisschen sacken. Kein Mensch, und ich schon gar nicht, erwartet, dass Sie die Lösung für Ihre Probleme gleich mitliefern. Und die Typen sind einfach abgehauen. Das ist echt heftig. Mitten in Düsseldorf, ich meine, das ist ja nicht die Bronx hier. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Noch mal alles gut gegangen? Leonie, du hättest sterben können. Du hast ein Loch im Bauch. Tut es eigentlich noch weh? Ja, schon. Was tut dir eigentlich weh? Jetzt sag schon, raus damit. Emilio ist total komisch. Manchmal ist er voll nett und dann rennt er weg, als hätte ich irgendeine Krankheit. Also, um ehrlich zu sein, muss ich dir, glaube ich, noch was beichten. Ich habe ihm klargemacht, dass ich es nicht in Ordnung fand, dass er mit Miriam einfach abgehauen ist und quasi vor deinen Augen mit ihr eine Nummer geschoben hat. Ja, das war ja auch total daneben. Und bei der Gelegenheit ist mir irgendwie rausgerutscht, dass du in ihn verknallt bist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es tut mir leid. Ach Mann, Leonie, wenn... Warte mal, wann war das? Vor ein paar Tagen, kurz vor dem Überfall. Bevor ich euch neulich im Büro getroffen habe? Emilio hat mich geküsst. Also nur auf die Wange, aber das würde er ja nicht machen, wenn er mich auch will. Kim, Emilio ist im Moment total durch den Wind. Er kann jederzeit aufliegen und ausgewiesen werden. An deiner Stelle würde ich das nicht so überbewerten. Ja, aber jetzt weiß ich, dass ich noch eine Chance habe. Meinst du nicht, es wäre ein bisschen fairer, wenn du offen mit Kim redest und ihr sagst, dass es mit euch nichts werden kann? Vor allem, weil du bald weg musst. Auf so eine Art von Gespräch kann ich gerade gut verzichten. Ich habe andere Probleme. Ich brauche Kohle und zwar verdammt schnell, Mann. Ein richtiger Job fällt aus. Das Einzige, was wir machen können, wir können mein Sparschwein knacken. Oder irgendeinen Hilfsjob für dich finden. Aber sag mal, eine Firma von deiner Oma, da müssen noch massenhaft Sachen sein, die nicht verkauft werden können. Stoffentwürfe von Modeschauen. Hey, warte mal ganz kurz. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du willst ausgerechnet in der Firma was mitgehen lassen, wo Tanja von Lahnstein Geschäftsführerin ist? Okay, war nicht meine beste Idee. Gut, aber jetzt keine illegalen Sachen mehr. Immerhin ein Anflug von Einsicht. Das, was ihr gemacht habt, war nicht irgendein Bagatelldelikt, sondern eine bewaffnete Entführung. Das werde ich euch so oft sagen, dass ihr es nie wieder vergesst. Das war außerdem Tanjas Pistole. Und wen hätte das getröstet, wenn Leonie gestorben wäre? Das war alles meine Schuld. Ich hoffe, das wird euch eine Lehre sein. Hallo, Frau Schneider, hier ist die Unschuld vom Lande. Oh, seit wann? Seit gerade eben. Was kann ich für Sie tun? Eher umgekehrt. Vielleicht habe ich was für dich. Beziehungsweise für euch. Elisabeths kleine Geburtstagsparty für Ludwig nimmt langsam die Form eines Staatsempfangs an. Und ich suche händeringend Servicepersonal. 20 Euro die Stunde, Cash. Geil, also ich bin dabei. Moment mal, Timo, 20 Euro Cash, Staatsempfang bei den Grafen? Nee, ich muss gleich zu Leonie. Okay, also Timo ist raus, aber vielleicht kann ich seinem Vater überreden. Als Kellner? Als Chirurg dürfte er wunderbar einen Braten sezieren können. Das ist ja witzig. Also, Emilio, ich verlasse mich auf dich. Okay, tschüss. Danke für die Unterschrift. Es tut mir leid, dass ich Sie ausgerechnet heute damit belästigen musste. Das ist doch kein Problem. Oh ja, die kommt selbstverständlich auch ins Archiv. Und bitte die Vasen von den Säulen entfernen, ja? Was nicht alles kaputt gehen kann, wenn man so viele Gäste im Haus hat.
Machen Sie sich mal keine Gedanken. Ihr Butler sorgt sicherlich für einen bruchfreien Abend und ein rauschendes Fest. Da habe ich keinen Zweifel. Aber? Naja, Sie wissen, wie das so ist. Weihnachten, Geburtstag. Man blickt zurück und fragt sich, habe ich alles richtig gemacht? Ja, oder habe ich Fehler gemacht, die ich hätte vermeiden können? Was bereuen Sie? Den Streit mit meiner jüngsten Tochter, Rebecca. Sie lebt in New York. Wir haben leider keinen Kontakt. Vergessen Sie nicht, es gibt immer einen Morgen. Sie ist Ihre Tochter. Es gibt kein stärkeres Band als das der Familie. Sie können immer wieder zueinander finden. Sie vermissen Ihre Kinder sehr. So wie Sie Ihre Tochter vermissen. Ja, dann müssen wir auf morgen hoffen. Ja, und wie war's? Ja, ganz gut, glaube ich. Was sagt denn der Psychologe? Papa, das ist eine Therapeutin. Und Tipps und Tricks sind eher nicht so ihre Strategie. Mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Oh, das klingt ja echt anstrengend. Hm, kann man wohl sagen. Jedenfalls habe ich jetzt Probleme, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe. Was ist das denn für ein Quatsch? Die soll dir doch helfen und nicht neue Probleme aus dem Boden stampfen. Hallo zusammen. Hallo. Na, siehst du, da ist sie. Oh, neue Jacke? Dana, das sieht ja fantastisch aus. Sag doch kurz, steht hier. Super. Danke. Ich hätte mal Lust auf eine Veränderung. Und ich dachte, da geht man zum Therapeuten. Wie war's denn? Ja, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Dr. Wirth. Super. Das hatte ich so gehofft. Nach der ersten Stunde kann man jetzt natürlich noch nicht so viel sagen. Ich wollte dich jetzt auch nicht ausquetschen. Es geht mich im Grunde ja auch gar nichts an. Ich bin wegen etwas ganz anderem hier. Hättest du Lust, mich heute Abend zu Ludwigs Geburtstag zu begleiten? Oh ja, bitte komm mit. Dann sind Kim und ich nicht alleine mit diesen ganzen Prinzen und Präsidenten und der ganzen anderen Prominenz. Thomas, wir machen uns ja mal auf den Weg. Mama sitzt bestimmt schon auf gepackten Kisten und erwartet ihre Umzugshelfer. Deine Mutter ist vielleicht eine Marke. In ihrem Alter einfach mal so mit ihrem Kurschatten zusammenzuziehen. Naja, wenn zwei sich finden, ist alles andere egal. Hauptsache, sie verstehen sich und sind glücklich. Hm? Tschüss. Und jetzt Abmarsch. Tschüss. Tschüss. Auch heute Abend? Sehr gern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Rego, Ihr Tisch. Danke. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unser Gespräch erstmal vertraulich behandeln. Dankeschön. Clarissa, sollte dein diskretes Gespräch Linie Clarisse Lahnstein betreffen? Ich erinnere dich daran, ohne meine Unterschrift läuft nichts. Wo denkst du hin? Ich habe nur gerade mit dem Auftragskiller telefoniert, den ich auf dich angesetzt habe. Wie witzig und so originell. Wie schön, dass dir dein Kurzurlaub so gut gekommen ist. Ja, du hast die Zeit ja auch blendend genutzt, um dir die Hälfte meiner Firma unter den Nagel zu reißen. Ist es nicht mein Problem, wenn dir plötzlich der Sinn nach einer Thalassokur stand? Sieht billig aus. Ein Familienerbstück? Nein, aber es ist viel wertvoller, als es aussieht. Es ist ein kleines Souvenir von meinem Wellness-Trip. Du wirst nicht glauben, wie sensationell das Ergebnis ist. Vielleicht erzähle ich dir mal davon, wenn ich aus Paris zurück bin. Ich glaube kaum, dass mich dein Kampf gegen deine Schwangerschaftsstreifen interessiert. Glaub mir, es wird dich interessieren. Elisabeth sagt, ihr habt noch eine Überraschung für mich? Ja, hört denn das gar nicht auf heute? Wir haben uns gedacht, wir unternehmen viel zu selten etwas miteinander. Also jetzt mal von den ständigen Gremiumssitzungen abgesehen. Ja, und so haben wir uns quasi selbst beschenkt. Und zwar hiermit. Gutschein. Für einen gemeinsamen Jagdausflug inklusive Lagerfeuer und Verzehr der selbst erlegten Tofu-Würstchen anzutreten morgen früh bei Sonnenaufgang. Oh, was für eine tolle Idee. Am Tagen. Sehen Sie die Zeit an der Seite Ihres Mannes. Einfach als Tarzan. Tristan. Toll. Ja. Ja, und du kommst natürlich mit. Nein. Dieser Tag gehört ganz alleine dir und deinen Kindern. Außerdem, ich kann mit Flinten nicht umgehen und würde euch selbst die Tofu-Würstchen verscheuchen. Thank you.
Da ist noch ein Fingerabdruck. Ich weiß aber nicht von wem. So. Sind Sie die Servicekraft, die Frau Schneider versprochen hat? Nee. Also ich liefere nur die Getränke. Und dann bin ich gleich wieder weg. Aber der junge Mann da drüben, der ist extra von Frau Schneider eingeflogen worden. Viel Spaß. Na schön. Nein, lassen Sie das. Das schaffe ich schon alleine. Ach, kein Problem. Ich widme mich jetzt täglich der körperlichen Ertüchtigung. Und ich muss sagen, man sieht auch schon erste Erfolge. Na, das ist ja wunderbar. Viel Glück weiterhin. Vielleicht haben Sie dann ja bald ein Sixpack. Das hat momentan nicht mal ich. Ja, und dann... Melden Sie sich bitte in der Halle, wo Sie in den Champagner-Ausschank eingeteilt werden. Das Aufgabengebiet des Fremdpersonals ist auf das Erdgeschoss beschränkt. Die oberen Etagen sind privat. Das heißt, Ihnen ist der Zutritt strengstens untersagt. Aus versicherungstechnischen Gründen. Ich fall schon nicht die Treppe runter. Keine Sorge. Ich meinte die Diebstahlversicherung. Ihr Unfallrisiko liegt in der Verantwortung von Frau Schneider. Ich meine, ist der Pinguin ja selbst schuld, wenn er die Leute auf solche Ideen bringt, oder? Emilio, tu mir einen Gefallen und bau keinen scheiß Yummy Security, okay? Sag mal, habe ich eine Panzerknackermaske auf? Hm? Du gehst jetzt nach Hause und entspannst dich, ja? Und ich kümmere mich um das Tafelsilber. Nochmal putzen. Anziehen. Die Ärztin hat dir also geraten, dich erstmal nicht wieder auf eine neue Beziehung einzulassen. Nein, sie hat mir überhaupt nichts gesagt oder geraten. Sie hat mir zugehört und hat hin und wieder nachgefragt. Aha. Dann bist du da also von allein drauf gekommen. Nee, das wäre jetzt auch zu viel gesagt. Ich habe, glaube ich, einfach nur gemerkt, wie verwirrt ich eigentlich noch bin. Merkt man. Tristan, hilf dir doch. Das ist doch gut. Ja, das ist super. Aber ist das der richtige Grund, sich auf ihn einzulassen? Oder mache ich mich damit nur abhängig? Ich muss jetzt erst mal lernen, wieder alleine klarzukommen, bevor ich mich in eine Beziehung stürze. Das heißt, Marlene und du, ihr habt heute Abend so ein richtiges Date, ganz offiziell? Jetzt lass uns das mal nicht überbewerten. Ich bin immerhin auch ihr Manager und ein guter Freund. Aber ich meine, immerhin zeigt sie sich vor aller Welt an deiner Seite. Aber deswegen sind Marlene und ich jetzt noch lange nicht... Ja, so, ich will einfach nur, dass es ein schöner Abend wird und alles ganz relaxed und dann sehen wir weiter. Aber ich meine, vor dieser ganzen Vergewaltigung, da wart ihr doch schon so gut wie ein Paar. Und jetzt, wo sie besser geht, kannst du doch einfach daran anknüpfen. Ich hoffe es. Vielleicht sollte ich ihm für heute Abend absagen. Schließlich ist es nicht fair, Tristan gegenüber, sich aus den falschen Gründen auf ihn einzulassen. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Diese Ärztin hat dich völlig verrückt gemacht im Kopf. Also eigentlich ist es ja auch gut. Sie wird schließlich dafür bezahlt, dass sie dir den Kopf mal ordentlich durchpustet. Und dann ist es auch völlig normal, dass da am Anfang irgendwie mal was durcheinander geht. Wobei... Bei dir war da ja eigentlich nie was in Ordnung. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass du da heute Abend mal mitkommst, um Klarheit zu bekommen. Ja, meinst du? Naja, du wirst merken, wie du dich mit Tristan fühlst. Ob da nur Dankbarkeit und Verpflichtung ist oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wunderbar, danke. Das war der Pyrotechniker, der sich um das Geburtstagsfeuerwerk heute kümmert. Es läuft alles nach Plan. Oh Gott, Charlie, nenn mich mutig. Ich engagiere einen Sprengmeister, obwohl ich selber auf einem Pulverfass sitze. Ach was, jetzt hör aber auf. Du siehst großartig aus. Ludwig wird es gar nicht erwarten können, bis er dir dieses traumhafte Kleid wieder ausgezogen hat. Charlie, die Affäre mit dem Kommissar bekommt dir was. Und ob? Nein, du wirst sehen. Ludwig wird wie immer nur Augen für dich haben. Aber, weißt du, es kann nicht schaden, gewappnet zu sein. Guck mal, das habe ich für dich ausgegraben. Es gibt nur noch wenige Exemplare davon. Was ist das? Eine, oh Gott, eine Biografie von Clarissa? Ja, es war damals sogar Clarissas Idee, dass eine Autobiografie über sie erscheinen sollte. Und dann hat Peter das Buch mit einigen pikanten Details gewürzt und den Titel geändert. Na, der trifft ja. Ich finde, du solltest es lesen.
Nein, danke, Charlie. Wirklich, das ist nicht nötig. Ludwig und ich, wir lieben uns. Wir sind sehr glücklich. Das sehe ich genauso. Hallo, Charlie. Hallo. Schatz, du siehst fantastisch aus. Danke. Ich freue mich auf heute Abend. Die schönste Frau wird an meiner Seite sein. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Für mich? Ja. Ein kleines Dankeschön. Für jeden Tag, den ich mit dir verbringen durfte. Aber du hast doch heute Geburtstag. Ich liebe dich. Herzlich willkommen, Sie gestatten. Wow, du siehst umwerfend aus. Ich wusste gar nicht, dass du hier jobbst. Ja, das war Frau Schneider, also die hat mich relativ kurzfristig gefragt. Mhm. Und ich dachte, ich muss mich den ganzen Abend mit reichen Anzugträgern langweilen. Wenn Sie dann bitte im Salon weitermachen würden. Na. Justus? Die läuft nicht richtig. Zum Hersteller einschicken, nicht, dass sie mir zum Vorschau geht. Selbstverständlich. Lass mich raten, Ivo kostet wieder so viel wie ein ganzer Kleinwagen. Darauf kannst du wetten. Dein Vater sammelt Luxusuhren wie andere Leute Briefmarken. Kim, kommst du mal bitte? Dass du dich hierher traust. Mutig. Oder dumm. Hernando, noch einmal zum Mitschreiben. Emilio. Ja, Envido. Sie sind für den Salon eingeteilt. Abmarsch! Ist ja schon gut. Ich bin quasi schon auf dem Weg. Yusuf. Ich muss mal ganz schnell neue Gläser holen. Ja, klar. Gehört meinem Vater. Alles Gute zum Geburtstag, Ludwig. Schön, dass du hier bist, Marlene. Und du siehst traumhaft aus. Vielen Dank. Das wollte ich dir auch gerade zeigen. Danke. Ludwig, alter Esel. Happy Birthday. Auf die nächsten 70 Jahre. Nur mit dir zusammen, Ansgar. Nur mit dir. Entschuldige, ich muss die Gäste weiter begrüßen, bevor ich meine kleine Begrüßungsansprache halte. Na, da bringe ich mich mal lieber in Sicherheit. Nicht, dass ich im Stehen einschlafe. Raus mit der Sprache, Charlie. Wie lange geht denn das schon zwischen dir und diesem Kommissar? So diskret kenne ich dich gar nicht. Du weißt doch, die Lady genießt und schweigt. Ach, guck mal. Clarissa ist mit leeren Händen gekommen. Das erstaunt mich. Ich hatte schon befürchtet, sie würde sich selber eine Schleife umbinden. Dein Geschenk kann sie sowieso nicht übertreffen. Nein, heute Nacht brennt der Himmel. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Darf ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind. Aber vor allem möchte ich meiner zauberhaften Frau danken, die nicht nur dieses wunderschöne Fest organisiert hat, sondern jeden einzelnen Tag meines Lebens bereichert und mich immer wieder aufs Neue glücklich macht. Aus welchem schlechten Film hast du das? Es ist besser für dich, wenn du nicht zu viel weißt. Also wie kommst du darauf? Ja, du machst das extra, dass ich Stress kriege. Du bist sauer auf mich, weil ich Frau Schneider erzählt habe, dass du illegal hier bist. Ja, das ist Quatsch, jetzt mach mal einen Punkt. Wir haben das doch längst geklärt.
Was ist denn hier los? Ich habe mich in deinem Bad für die Party fertig gemacht und jetzt wollte ich noch ein bisschen aufräumen. Verstehe. Hast du Justus gesehen? Ich klingel mir die Finger rund, damit er sich um das Gepäck und den Wagen zum Flughafen kümmert. Nee, tut mir leid, aber der ist bestimmt nicht weit. Oh, Marlene, das hält kein Mensch aus. Schon gut, du musst doch los. Sprich oder ich bin weg. Also gut, ich weiß einfach nicht mehr, was richtig ist. Ich mag Tristan wirklich und ich wollte diese Beziehung, aber dann habe ich mit dieser Therapie angefangen und meine Therapeutin meinte... Stopp! So wie es aussieht, bringt diese Therapie gar nichts, sondern wirft nur haufenweise neue Fragen auf. Naja, meine Therapeutin meint, dass wir uns diesem Thema ganz langsam nähern können. Marlene, du kannst jetzt 3 Jahre darüber quatschen oder meinen Tipp annehmen, wenn sie es gut anfühlt. Mach's. Ich muss los. Wenn du mir Danke sagen willst, halt die Klappe und fall mir nicht um den Hals. Kriegst du es hin? Hier steckst du. Das war nur ein Glas. Hab ich dir schon erzählt, dass wir mit Vater einen Jagdausflug machen? Die ganze Sippe läuft marodierend durch den Wald, keiner trifft irgendetwas und am Ende sitzen wir vom Lagerfeuer und grillen Marshmallows. Man sollte die Fußgänger warnen. Wenn du wüsstest, wie recht du hast. Du hast mich doch gefragt, ob ich für deinen Vater singen würde. Ja, aber... Hey, du bist hier. Das ist alles, was zählt. Musst du nicht langsam mal los? Wer weiß, wie lange Ludwigs Rede da unten noch dauert. Das muss ich mir nicht wirklich antun. Halt, da kannst du nicht rein. Warum denn nicht? Ich hab mich doch da umgezogen. Ja, da liegt jetzt überall meine Unterwäsche drin. Ah, okay, dann misch ich mich einfach mal ein bisschen unter die Langeweile da unten. Ich komm danach, wenn ich das alles in Ordnung gebracht habe. Okay, bis gleich. Oh, danke dir. Der hätte mit Sicherheit sofort die Polizei gerufen. Mit Recht. Kim, ich muss hier weg. Ich muss weg aus Düsseldorf. So schnell wie möglich. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann dir nicht sagen, worum es geht, aber es geht dabei auch nicht nur um mich, verstehst du? Geht es um Leonie? Um ihre Schussverletzung? Ach, Quatsch. Es geht darum, dass wenn sie mich erwischen, dass es da nicht nur eine Ausweisung gibt, sondern dass es dann richtig, richtig bösen Ärger gibt. Behalt es. Du hast es nötiger. Aber dann bekommst du den Ärger. Ach, Ansgar hat so viel Geld, der wird es womöglich nicht mal merken. Wozu sind Freunde da? Danke, das werde ich dir nie vergessen. Gnädige Frau. Haben Sie sich nicht gerade eine Modefirma erschlichen? Vielleicht hätten Sie sich da einkleiden lassen sollen. Als Komiker sind Sie genauso untalentiert wie als Geschäftsmann. Und du willst tatsächlich schon morgen fliegen? Ja, langsam bekomme ich auch ein wenig Reisefieber. Und auch wenn ich zwischendurch wahrscheinlich nicht erreichbar sein werde, ich werde regelmäßig meine Mails checken. Also halt mich mit deinem Diplom bitte auf dem Laufenden, ja? Bei den tollen Fotos, die du mir geschickt hast, könnte es diesmal vielleicht sogar klappen. Bestimmt. Natürlich wird das klappen. Und jetzt sag nicht wieder, womöglich geht noch was schief. Zum Glück hast du ja positive Freunde. Tristan? Ich weiß gar nicht, was los ist. Du wirst begeistert sein. Geduld war noch nie deine Stärke. Ich bin ja schon eine ganze Weile nicht mehr aufgetreten.
Aber Tristan hat mich gefragt, ob ich für seinen Vater singen würde. Also, lieber Ludwig, alles Gute zum Geburtstag. Und dieses Lied ist jetzt nur für dich. Und für alle, die lieben. Wen sie wohl damit meint? I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light of in your eyes. And I don't know how to turn back time. I wish I could hear your voice again. Also, ein Auto ist es jedenfalls nicht. Hör mal, ich will doch dir eine Freude machen und nicht unserem Chauffeur. Das hätte mir auch zu denken gegeben. Elisabeth, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte, dass deine Geburtstagsfeier perfekt war. Also, perfekter hättest du es gar nicht machen können. Ein schönes Paar, die beiden. Sie hat den ganzen Abend unermüdlich vorbereitet und dabei keine Mühen gescheut. Kein Wunder, dass der Graf ihr zu Füßen liegt. Ach ja, es gibt Menschen, die sind eben füreinander bestimmt. Fragt sich nur, wie lange noch. In dem Bridge lag ich total daneben. Vergiss es, ich weiß genau, dass du nur Komplimente hören willst. Marlene, was du da vorhin gesagt hast, dass... Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ohne dich hätte ich die letzten Wochen niemals durchgestanden. Ich habe mir das selbst viel zu lange nicht eingestanden, aber... ich liebe dich. Sicher? Ja, absolut. Ich habe viel zu lange damit gewartet. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, und jetzt küss mich endlich. Was wollen Sie hier? Überraschung! Becky! Wo kommst du denn her? Wenigstens erkennst du mich noch. Happy Birthday! Willst du doch weg, oder? Also, sofort? Das heißt, wir sehen uns nie wieder? Ich muss es erst mal vollkommen vom Radar verschwinden. Muss es denn unbedingt heute Nacht sein? Wieso? Weil...
Ich will nicht, dass du einfach so aus meinem Leben verschwindest. Bleib heute Nacht hier. Bei mir. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Also nicht, dass ich das nicht wollen würde, aber... Und gut, das ist auch ein sehr, sehr verlockendes Angebot. Besonders von dir. Aber? Aber willst du es wirklich? Ist das so eine Abschiedsnummer? Du hältst dich wohl für Gottes Geschenk an die Frauen. Stell dir vor, mir geht es nicht ums Vögeln. Psst. Sondern um dich. Du bist ein blöder, oberflächlicher Aufreißer. Normalerweise sollte ich froh sein, dass du weg bist. Aber das bin ich nicht. Ich werde dich voll vermissen. Ich wollte einfach die paar Stunden mit dir verbringen, die uns noch bleiben, weil... Ich habe mich in dich verliebt. Rebecca, herzlich willkommen zu Hause. Meine kleine Becky ist zurück. Du glaubst nicht, wie glücklich du mich machst. Dann musst du dich bei Gräfin Anstetten bedanken. Ja, ich war lang unsicher, ob ich überhaupt kommen soll. Aber dann hat sie mich angerufen und mir klargemacht, wie glücklich dich das macht. Das war doch selbstverständlich. Ich bin selbst Mutter. Und garantiert ein Mega-Musterexemplar. Frau von Anstetten hat mir, obwohl wir uns gar nicht kennen, ja, dermaßen den Marsch geblasen und mir ein paar Sachen über Familie gesagt. Ich glaube, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Nicht der Rede wert. Es war nur ein Anruf. Das war das schönste Geschenk, das man einem Vater machen kann.